Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Demolition. Denk mal daran, ich hatte gestern mir überlegt gehabt, dass Dr. Leitner derjenige sein könnte, der Samira getötet, heißt sie nochmal so? getötet hat. Und ja, genau, sie heißt so. Getötet hat. Ne? Er war der Vater, sie war schwanger. Und sie erzählt ihm das auf der Brücke. Und ja, da er verheiratet ist, was weiß ich was, oder mit seiner Karriere, mit einer Schülerin irgendwie ein Kind zu kriegen, das passt ihm nicht in sein Leben, passt ihm nicht in seine Karriere rein. Deswegen hat er sie dazu gezwungen, oder wollte er sie dazu zwingen, das Kind abzutreiben. Sie wollte es nicht. Und er schmeißt sie mitsamt dem Kind im Bauch von der Brücke. Und somit beginnt ihre Rache. Das ist meine Theorie. Meine Theorie. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Wir legen jetzt los mit Organparty. Ja. Oh Gott, ich habe dir alle den Anruf von dir, dieser Professor, bekommen? Echt heftig. Was hat das nur zu bedeuten? Tomji. Irgendeine Zeichen von Kiara? Ja, alles okay, sie hat mich gerade angeschrieben. Tut mir leid, Leute, dass ihr wegen mir Sorgen gemacht habt. Was ist mit Ruby jetzt? Gott sei Dank, Kiara. Das ist beruhigend zu hören. Ich sehe, hoffe, Ruby meldet sich auch gleich bei mir. Ich glaube nicht, dass Ruby drauf geht, oder? Das wäre jetzt, sie war ja zweimal schon in Gefahr. Wäre dann jetzt das zweite Mal. Diese Kräneninversion, das ist kein gutes Zeichen. Sind die alle denn auch mit 3 Tagen dran? Nein, die müssen 7 Tage haben, ne? Jetzt macht uns keine Angst, Henry. Du denkst wirklich, Serena hat Ruby etwas angetan? Nein, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Serenas Aussage, es gebe ein weiteres Opfer. Ein Geisterwesen würde niemals eine selbst auferlegte Regel brechen. Vor dem Ablauf der 7 Tage würde sie demnach niemals töten. Das bedeutet, sie hat uns angelogen. Das würde bedeuten, Ruby geht es gut. Sie wollte für uns vielleicht nur Angst einjagen. Möglich. Hoffentlich gibt der Prof uns bald Entwarnung. Ja, der Prof. Wie Henry schon sagte, ihre 7 Tage waren nicht um. Das ergibt einfach keinen Sinn. Es sei denn... Oh oh. Jemand hat das Video schon vorher geguckt. Ich bin in Rubys Wohnung. Es ist so furchtbar. Was? Ihre Wohnungstür stand offen. Ich kann es einfach nicht fassen. Wieso nur? Was? Oh mein Gott, bitte sagen Sie nicht. Sie müssten jetzt alle sehr stark bleiben. Ruby war ein Messi. Na, aber ich kann mir nicht vorstellen, echt jetzt, dass sie tot ist? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe Ruby tot in ihrem Bett aufgefunden. Ich habe die Polizei bereits kontaktiert und warte nun auf die Beamten. Nein! Warum verdammt, warum Ruby? Das darf nicht wahr sein. Serena hat ihre Drohung wahrgemacht. Das muss Gabriela gewesen sein. Wieso nur? Die Zeit war noch nicht um. Nein, das ist es nicht. Sie hat sich selbst umgebracht. Ruby hat sich das Leben genommen. Oh oh. Ich habe neben dem Bett eine leere Dose Schlaftabletten gefunden. So wird die Gruppe langsam ausgedüngt, wa? Und es lagen 2 Abschiedsbriefe auf ihrem Schreibtisch. Einer davon war meine Freunde adressiert. Oh nein, bitte nicht. Mist. Warum hat sie das nur getan? Bitte nicht unsere Ruby. Der Druck, ne? Dann lieber selber gehen? Ah, ich weiß nicht.
Das ist so schrecklich. Das alles muss endlich ein Ende haben. Das ist so surreal. Oh Gott, nein, 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 sagen Sie mir bitte, dass das nicht wahr ist. Das muss einfach ein Irrtum sein. Da haben wir den Abschiedsbrief. Liebe Freunde, es tut mir wahnsinnig leid, dass es so kommen musste. Ich möchte nicht, dass jemand von euch Vorwürfe macht. Ihr wart die ganze Zeit für mich da, aber ich kam einfach nicht mehr, kann einfach diese Angst... Einfach macht mich verrückt. Immer wenn ich meine Augen schließe, sehe ich, ich war leider nie wirklich eine große Hilfe für euch. Ich weiß aber, dass ihr es schaffen werdet. Ihr werdet Sarinas Seele befreien, aber zu meinem eigenen Schutz muss ich mich selbst befreien. Denn selbst wenn ich es geschafft hätte, hätte ich mir niemals davon erholt. Ich liebe euch alle, eure Ruby. Es ist sehr schwer immer zu lesen. Also ich finde diese Schrift, klar, einige von euch sagen, ja Gott, das ist Pille-Palle. Was mir auffällt eben, Ruby, ich weiß nicht, der Professor ist nun mal da und er ist nun eben halt ja auch ein Anatomie-Professor. Folgedessen wird er auch wissen, dass Ruby wirklich tot ist. Ein kleinen Gedanke hatte ich davon, ein gefaktes Ding, weil hier sieht man zum Beispiel hier wunderbar, dass hier diese Tränentropfen ist. Das kann man auch wunderbar gut selber faken, weil wer bab so runterheult, weißt du? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist der Anatomie-Professor, wird selber wissen, ist einer, steckt mit drin, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist Rubys Schrift. Es ist also echt wahr. Verdammt, ich kann keine Freunde mehr sterben sehen. Den Gedanken hatte ich kurz gefasst, aber keiner von uns kann das. Die Beamten sind soeben eingetroffen. Das wird eine sehr, sehr lange Nacht. Es tut mir alles so leid. Das ist meine Schuld. Sarina war meine Schwester. Und jetzt tut sie euch diese furchtbaren Dinge an. Ich werde wirklich alles tun, damit ihr eure Ruhe vor ihr habt. Wenn es doch nur so einfach wäre. Danke, Tessa, das wissen wir zu schätzen. Du bist eine große Hilfe. Tessa, das ist nicht deine Schuld. Rede dir das nicht ein. Ist ja nicht ihre Schuld. Aber. Gibt gar kein Aber. Ist nicht ihre Schuld. Kann sie nichts führen. Das ist lieb von dir. So schwierig das jetzt erscheinen mag, aber wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Und Tessa, das Letzte, was du jetzt tun darfst, ist dich selber fertig zu machen. Diese Geisterwesen hat kaum noch Gemeinsamkeiten mit deiner Schwester. Ja, es ist aus Rache entstanden, ne? Oder aus Wut und Rache wahrscheinlich, ne? Aus Angst, Wut und Rache oder so. Wenn wir ihre Todesursache aufklären, hat der Spuk endlich ein Ende. Henry hat recht. Wir sind jetzt so weit gekommen. Wir müssen dem Ganzen ein Ende bereiten. Ruby und all den anderen zuliebe. Definitiv. Ruby ist nicht umsonst gestorben. Cedric, bei dir klingt das unglaublich leicht. Man muss jetzt, das Schlechteste, was wir jetzt womit wir anfangen sollten, wäre, uns gemeinsam Vorwürfe zu machen, glaube ich, oder Schuldzuweisung zu treffen oder sonstigen Kram. Das hilft uns nicht weiter. Ja, jetzt kommt Mutti noch. Moin, Mignon. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt melde. Aber mir geht es gerade gar nicht so gut. Was ist denn jetzt? Was ist passiert? Das klingt nicht gut. Was ist denn los, Mama? Ich habe wieder seit ein paar Tagen immer wieder diese Kopfschmerzen. Aber heute Abend sind sie besonders schlimm. Soll ich Hannah Bescheid sagen? Nö, das tut nicht Not. Sie macht sich nur unnötig Sorgen.
Sei mir nicht böse. Ich muck jetzt das Handy auf lautlos und geh wieder ins Bett. Ist wahrscheinlich nur eine Migräne. Gut, aber das ist ja gut, okay. Ja, leg dich hin. Das wirkt manchmal Wunder. Ja. Ja. Dort muck ich. Danke, Mignon. So. Leer. Sorry, hab deine Nachricht erst jetzt gelesen. Bin bei Marie. Hat mal wieder Stress mit ihrem Freund. Deswegen sind wir beide nicht mehr zusammen. Mhm, ja. Ich muntere sie gerade etwas auf. Mit Sekt? Okay, ich komm vorbei. Werde heute wohl bei ihr schlafen. Gute Idee, trägt nicht so viel. Was? Bitte nicht so viel. Passt bitte auf euch auf. Was war das mit deinem Strom? Ach, wie süß. Ja, so sind wir halt, ne? Ich hoffe, das übernimmst du bald wieder. Okay, die will wirklich wieder was von uns, richtig, hm? Dieses komische Paket habe ich übrigens entsorgt, richtig so. Aber möchte gerne mal wissen, wer das war. Ja, ich habe da so eine Vorstellung. Du, Marie drängelt schon. Ja, immer die Drängler, ne? Können morgen auch gerne telefonieren. Hätte Lust, deine Stimme zu hören. Ja, so muck wie dat. Ich vermisse dich. Ich dich auch. Küsschen aufs Nüsschen. Wenn noch etwas sein sollte, melde dich bitte. Ich vermisse dich auch. Du kannst dich ja später kurz melden. Huch, ich habe irgendwie nichts gehört. Nicht, dass der Sound jetzt irgendwie hier killt ist. Nachricht löschen. Du wirst mich schon bald loslassen müssen, damit ich glücklich sein kann, auch wenn du selbst daran zerbrichst. Hä? Warte mal eben. Ach, scheiße, das ist ja echt kacke. Ah, ich habe das Gefühl irgendwie, dass es fällt mir die ganze Zeit auf, dass irgendwie der Sound nicht funktioniert. Augenblick, irgendwie habe ich hier, also es liegt jetzt nicht an meiner Einstellung. Das muss irgendwie jetzt gerade irgendwie ein Bug im Spiel sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geht das jetzt überhaupt wieder, die Aufnahme? Warte mal eben. Ich muss immer noch mal checken, dass ich das hier alles hier funktioniert. Ja, geht alles wieder. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich jetzt Sound-Dingens. Das merke ich jetzt auch gerade erst. Die Polizei hat mich zur Befragung mit aufs Revier gebeten. Ich sitze jetzt im Vorraum und werde sichtlich bald reingebeten. Ich kann das immer noch nicht wirklich glauben. Was das Schicksal verhängt und vorauserkannt. Dem halt selbst Freunde vereint nicht stand. Aber ich glaube nicht, ja, Gabriela, vielleicht hat sie dir dazu überredet, ne? Nimm mal hier, das ist gut, kannst gut von einschlafen. Nein, also, es nervt mich gerade wirklich, jetzt wo mir auffällt, dass ich keine Sounds habe, nervt mich das. Gabriela, du Monster! Ihre Seele schrie vor Schmerz, doch ihr wolltet es nicht hören. Gabriela hat die Gruppe verlassen, endlich. Es tut mir so unendlich leid. Wäre ich nur früher bei Ruby gewesen. Blödsinn, Professor, sie trifft keine Schuld. Wenn, dann trifft mich die Schuld. Sie hat mir noch nicht gebeichtet, dass sie keine Kraft mehr hat. Hatte sie das? Hatte sie uns gebeichtet? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ruby hat es doch so gewollt. Oh Gott, Jonathan, was bist du für ein Arsch? Also das sind so Momente, da bin ich nicht so direkt auf seiner Seite. Sie hat uns alle im Stich gelassen und sich selbst und ist selbst schuld an ihren Tod. Wow. Du bist ein Arschloch, fuck you. So macht man sich keine Freunde, Jonathan. Wir haben in den letzten Tagen zwei gute Freunde verloren und du redest hier ständig so einen Scheiß. Alter, lass dein Trauma nicht an mir aus. Du gehst mir gerade echt auf die Eier. Was? Was ist da denn los, Alter? Was stimmt denn nicht mit Jonathan? Hört auf zu streiten! Das ist genau das, was Gabriela möchte.
Wir müssen jetzt zusammenhalten. Diese Schuldzuweisung bringt niemandem was. Genau das ist das, was ich jetzt gesagt habe vorhin, ne? Ja, wir sollten jetzt alle erst einmal zur Ruhe kommen und versuchen, ein wenig Kraft zu sammeln. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, die Sie brauchen. Ich werde alles mit dem Studierendenbüro klären. So, jetzt haben wir es. Ich gebe Herrn Krüger recht. Auch wenn dies jetzt ein großer Schock ist. Das Ziel ist somit unser aller Überleben in greifbarer Nähe. Schwächen wir unseren Zusammenhalt, gewinnen wir nicht gegen diese Geisterwesen. Wie sollen wir denn dagegen gewinnen? Ich glaube echt, das ist... Weiß ich nicht. Hilft das wirklich so? Du bist schuld. Mit Tessa an unserer Seite werden wir schon bald die Ursache für Serenas Tod herausfinden. Und dann können wir diesen Albtraum endlich ein Ende bereiten. Doch für das, was noch kommt, müssen wir alle fit sein. Heute Abend können wir nichts mehr tun. Ruht euch aus. Da hat er recht. Amen. Ich glaube nicht, dass ich ein Auge zubekommen werde. Dass man einfach, weißt du, du findest den Mörder eines Geistesdings da und dann Nacht. Gute Nacht. Erholt euch ein wenig, ein bisschen. Schlaf gut. Dass man den Mörder findet und bups, lässt sich der Geist in Ruhe. Ich glaube, das ist Hollywood, oder? Ich weiß es nicht. Aber selbst dann bei The Ring und so was alles war... Oh Gott, jetzt ist Nora wieder am Start. Selbst dann bei The Ring und so war dann auch noch nicht Schluss. Und ich denke aber auch hier wird nicht Schluss sein. Hey Süßer, wollte dir kurz eine gute Nacht wünschen. Ja, das ist schon schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Schickt uns ein Video und unsere Tonaufnahme geht nicht. Das wird natürlich ätzend sein. Und Leute, fragt mich bitte nicht in den Kommentaren, was sie gesagt hat, weil ich kann es selber nicht hören. Und ich weiß nicht, warum der Ton nicht funktioniert. Wenn ich das jetzt so recht bedenke, träum mal Schönes, freue mich auf den Flug übermorgen. Genau, Tag 4 ist vorbei. Wenn ich so recht überlege, bei dem Video, ich glaube, wir sollten es wieder mit Lea probieren. Ey, wenn eine Frau einen so anbackert die ganze Zeit, nicht mal einmal persönlich getroffen oder so, schon schwierig das Ganze, ne? So. Was ist heute passiert, Tag 4? Wolf denkt, dass jemand aus unserer Gruppe vielleicht mit dem Geistermädchen zu tun hatte. Nach einigen Untersuchungen hat er herausgefunden, dass etwas mit Jonathan nicht stimmt. Es gibt wohl nichts über ihn, was älter als 4 Jahre ist. Wir müssen ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Ein Hinweis in dem Video führte uns zu einem alten Haus. Norma, Henry, Cedric sind sofort hingefahren, um etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Gabrielas Geist stellt sich der Gruppe aber entgegen. Die Türen ließen sich nicht mehr öffnen und die Gruppe drohte zu ertrinken. Wir konnten ihnen aber aus der Ferne helfen und so sind sie heil aus dem Haus gekommen. Der Prof hat anschließend über den Makler die Eigentümer des Hauses gefunden. Ihr Name ist Tessa Blake. Sie ist die jüngere Schwester unseres Geistermädchens. Dank Tessa wissen wir nun, dass sie Serena heißt. Laut ihr soll Serena sich vor 15 Jahren umgebracht haben. Allerdings hat sie nie wirklich daran geglaubt. Serena war zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger. Wir haben die Hinweise also richtig gedeutet. Wir sind uns einig, dass wir als nächstes die Identität des Vaters klären müssen. Ich weiß die schon. Ich habe da so eine Vermutung. Wir haben herausgefunden, dass Serena in dem gleichen Krankenhaus gearbeitet hat wie ich. Doch Dr. Leitner behauptet, sie nicht zu kennen. Hannah hat von ihrer durchgeknallten Mitwohnerin erzählt, die ihre Sachen durchwühlt. Wow, viel erlebt, wa? Sie hat wohl eine gespaltene Persönlichkeit. Ich mache mir wirklich Sorgen um meine Schwester. Ich habe Lea und Nora gesagt, dass ich sie will. Was? Oh ja. Beide, stimmt ja. Aber Nora hat sich für einen Arschloch verhalten, deswegen habe ich einen Fehler begangen.
Mit den Mädels? Ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen als sowas, ne? Kira benimmt sich laut ihrer kleinen Schwester ziemlich komisch. Wir haben viel erlebt heute, ne? Ob das wegen unserer Situation ist oder ob sie ein Geheimnis hat, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall reagierte sie pampig und abweisend auf meine Frage, ob alles in Ordnung ist. Der Tag hätte nicht schlimmer enden können. Ruby hat Selbstmord begangen. Hätte ich das verhindern können? Ich fühle mich so machtlos und leer. Ich werde Ruby vermissen. Ich kann einfach keine Freunde mehr verlieren. Tag 5. Noch 3 Tage zu leben. So, Kinderchen, das war's für heute. Ja, komisch, dass ich irgendwelche Soundprobleme habe, aber das ist eben halt wirklich in-game. Das hat nichts mit meiner Einstellung vom PC zu tun oder sonstigen Kram, sondern wirklich was in-game-mäßiges. Ich werde da mal gucken, ob es vielleicht irgendwas einzustellen gibt. Kinderchen, das war's für heute. Mir hat Spaß gemacht und ja, schade mit Ruby und das mit Nora. Das Thema hat sich erledigt. Also, ihr Kinder, bis zum nächsten Mal.